Wunderschönen guten Tag und das ist unser erstes 5-Minute Max. 5 Minuten maximal, egal welches Thema. Okay, Citadel-Farben. Die sind viel besser als ihr Ruf und die gibt es in schönen vielen Farben und die sind echt okay eigentlich. Nur die sind halt manchmal leider ein bisschen dick und das mit den Pötten ist auch nicht so perfekt und deswegen müssen wir daran arbeiten. Natürlich könnte man an der Konsistenz der Farbe jedes Mal dann rumspielen, wenn man sie benutzt, aber das ist ja voll unpraktisch, weil dann hampelt man jedes Mal vorher mit Verdünner und mit allem möglichen rum und dann trocknet die Farbe im Pot ein oder wird dick oder sonst irgendwas und die Pigmente setzen sich auf den Boden ab und das ist alles kacke und deswegen nehmen wir das da. Flow Improver, das hier ist jetzt von Winsor & Newton und den benutzen wir, um die Farbe in den Pötten fertig vorzubereiten. Den mixt man vorher 1 zu 10 mit Wasser, das habe ich hier jetzt schon gemacht und dann wird da mal ein guter Schuss von in so ein neues Pot Farbe reingemacht und dann kommt der nächste ultimative Trick, so ultimativ ist er nicht, so eine Kugel. Die schimpfen sich Agritorenkugeln, warum auch immer, und die kommt da rein und dann wird das Ganze geschüttelt. Und die Kugel ist dafür da, dass sich auf dem Boden oder auch in den Rändern keine dicken Klumpen von Farbe absetzt, selbst dann, wenn man die Farbe nur, keine Ahnung, einmal alle 2 Monate benutzt. Und dann testet man, ist die Konsistenz okay? Ist sie in diesem Fall für mich persönlich jetzt nicht und deswegen kommt wieder ein bisschen Flow Improver rein und dann wird wieder gemixt. Lieber immer ein bisschen weniger Flow Improver und dann später noch was dazu tun, als zu viel. Zu viel ist schwierig, weil natürlich die Farbe wird dadurch immer dünner. Der Flussverbesserer sorgt dafür, dass die Farbe ordentlich schön sanft auf dem Modell sich verteilt. Es bilden sich keine Pinselstriche oder ähnliches. Die Farbe ist natürlich dünner und man muss im Zweifel 2 Schichten drauf machen oder je nach Farbe vielleicht auch dann 3 Schichten. Aber das ist schon Sinn und Zweck der Übung, weil am Schluss hat man ein extrem glattes Ergebnis. Fast wie beim Airbrushen. Fast. So. Flow Improver, Citadel-Farbe, Kugeln, alles rein, kräftig durchmischen und viel Spaß mit der Farbe haben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt. Wir sind extrem gut in der Zeit dabei, 2 Minuten 40. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das neue Format findet und ob ihr davon mehr sehen wollt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Sonntag, Montag, sonst irgendwas. Tschüss und Wiedersehen.